Hi, wieder mal ich. Heute wollte ich mal ein Video machen, weil mich gestern einfach wieder irgendwas aufgeregt hat. Gestern war der Tag, an dem Samsung sein Galaxy S8 vorgestellt hat und gefühlt war es einfach Kacke. Also nicht vom Gerät her, sondern von der Machart her, wie Samsung das gemacht hat. Also Samsung ist jetzt mal stellvertretend für mich irgendwie der Buhmann, sorry, die Leute machen trotzdem geile Arbeit, aber das Wie ist halt Kacke. Es ging folgendes: Es wurde eine Einladung für eine Pressekonferenz vergeben, die 17 Uhr angefangen hatte, und als es dann um 17 Uhr losging, sind auf einmal in meiner Timeline viele, viele Berichte zum S8 aufgetaucht. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass Samsung einige Medienvertreter vorab zu einem Review eingeladen hat und denen erlaubt hat, das Gerät vorher anzugucken. Soweit nicht verwerflich. Ist durchaus okay, dass Content vorproduziert wird. Und alles okay. Die Leute, die es durften, kein Hass und so weiter. Es geht nur darum. Es gibt unter anderem Redaktionen, Leute, was auch immer, die einen Mitarbeiter freistellen, zu einer Pressekonferenz schicken, sei es jetzt, dass sie nach New York geschickt worden sind, nach London waren ein paar waren in Berlin und der Rest durfte sich das alles im Stream angucken. Die hatten alle diese Informationen nicht. Diese Mitarbeiter wurden freigestellt, saßen in der Pressekonferenz und sofort nach dem Hallo und der Begrüßung sind die Artikel raus. Tja. Geil. Man sitzt eine Stunde in der Pressekonferenz, hört sich den Scheiß an. Wenn man Glück hat, kann man dabei noch arbeiten. Und andere hatten einfach vorher die Zeit und hauen es dann wirklich zum Start der Pressekonferenz raus. Das ist Kacke. Das macht keinen Bock. Das macht gar nichts. Die Trennung zwischen wer darf, wohin, alles recht schön und gut. Aber einfach dieses, der NDA fällt zum Start der Pressekonferenz. Ist sowas von schwachsinnig. Da hat man überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Ich saß da, hab meine Kinder weggeschickt, dass ich Zeit hatte, mir das anzugucken. Saß da, wollte einen Artikel schreiben, hatte einen Artikel vorbereitet, der hatte so knapp 1200 Wörter. Fang an zu tippen und in diesem Moment kommt schon das erste Video, das neue S8 und so weiter. 20 Minuten Video. Okay. Also, warum sollte ich warten, bis diese dämliche Pressekonferenz vorbei ist und mir einer die Specs sagt, wenn ich mir das Video angucken kann und die Infos viel schneller habe? Kurz darauf, rasend schnell. Es ist einfach dämlich. In diesem Internetgeschäft ist es halt nun mal so, dass es um Geschwindigkeit geht. Wer zuerst schreit, hat den Traffic, hat gewonnen, verdient die Kohle. Und jemand, der da eine Stunde irgendwo sitzt, hat einfach verloren. Und das ist einfach sowas von dämlich und scheiße. Und sorry Samsung, ihr müsst jetzt echt dafür herhalten, dass es so ist. Es ist einfach schwachsinnig. Ja, es gibt ABC-Kunden, kein Problem. Es gibt Leute, mit denen ihr besser könnt, es gibt Leute, mit denen ihr schlechter könnt. Es ist okay, wenn ihr eure Partner, die wirklich tausende von Geräten von euch abnehmen, nach New York kart. Es ist okay, wenn ihr andere, die euch vielleicht wichtiger sind, nach London kart. Es ist okay, wenn ihr Leute nach Berlin einladet. Und es ist auch okay, wenn ihr Leute als nicht relevant einstuft, die dann einfach nicht eingeladen werden oder irgendwo hinkommen können. Aber gebt ihnen doch allen die Chance. Es kann echt nicht sein. Und es regt mich so auf. Und andere Hersteller machen das genauso. Andere Hersteller machen es besser. Ich weiß nicht, was es ist. Es hat mich gestern so dermaßen aufgeregt. Ich finde es kacke. Ich finde es zum Kotzen. Ich habe keinen Bock mehr, diesen Artikel zu schreiben, wenn andere schneller sind. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wer zuerst die Info hat, gewinnt. Ja, es gab Leaks vorher. Mi, 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 mi. Aber egal. Mein Artikel war, wie gesagt, vorgeschrieben. Mir haben noch Bilder gefehlt. Mir haben noch alles gefehlt. Also, das Ende vom Lied. Ich habe diesen Scheißartikel gelöscht. Und werde ihn einfach nicht publizieren, weil ich einfach gar keinen Bock mehr auf den Mist habe. Und es gibt, glaube ich, ganz viele da draußen, die genauso denken wie ich. Jetzt nicht dieses Denken, dieses Schubladendenken in A, B, C, mit dem kann ich gut, mit dem kann ich nicht, sondern einfach die Information, dass alle die gleiche Chance hatten. Und das, was da läuft, ist sowas von Bullshit und sowas von Kacke. Und das regt mich auf. Und da ich sowieso
irgendwie kein Stand oder keine Reputation habe, die ich bei Samsung verlieren kann, habe ich jetzt einfach dieses Video gemacht. Und wie gesagt, Samsung sind nicht die einzigsten. Sie waren der Auslöser für dieses Video. Das hat mich gestern wieder so tierisch dermaßen aufgeregt, angekotzt und ich hatte keinen Bock mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal dieses Video, um es zu sagen. Alles klar. In diesem Sinn. Danke, bis zum nächsten Mal.